Hallo, ich bin Philipp, das hier ist Nerdtastisch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Hero Discussion und heute sprechen wir mal über Deadpool 3. Als erstes möchte ich mich bei euch für die immense Unterstützung bedanken, obwohl ich derzeit ja eine Art Zwangspause mache. Ich arbeite momentan auf vielen Festivals, wo ich entweder die Kamera übernehme oder auf der Bühne moderiere. Und da bleibt leider wenig Zeit für euch. Aber ihr seid einfach fantastisch. Während meiner Abwesenheit haben wir hier auf YouTube die 1700 Abonnenten geknackt und auf TikTok stehen wir kurz vor den 15.000 Followern. Und dafür geht an euch nochmal ein großes, fettes Dankeschön. Okay, aber ich weiß, ihr seid hier, weil wir über das neue Wolverine-Kostüm sprechen möchten. Seit dem ersten X-Men-Film warten wir darauf, Wolverine in seinem gelben Spandex-Anzug zu sehen. Bisher haben wir jedoch nur Anspielungen bekommen. Baut ihr euch in den Klamotten tatsächlich raus? Was wäre denn lieber? Gelbes Latex? Lediglich im Wolverine-Film gibt es eine gelöschte Szene, in der wir einen Anzug sehen, den Logan jedoch nie getragen hat. Erst in X-Men Apocalypse haben wir einen comicgetreuen Waffe-X-Look bekommen. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben jahrelang auf dieses Bild gewartet. Aber dennoch fühlt man sich jetzt so leer, wo man diesen Wunsch endlich erfüllt bekommen hat. Aber Internet sei Dank hat die Community da draußen ja nichts Besseres zu tun, als dieses Kostüm zu kritisieren. Die meisten hassen diesen Anzug ja, weil er Ärmel hat. Der Original Wolverine ist zu hart für Ärmel. Ja, Leute, kommt. Kommt, also bitte. Ich freue mich sehr auf den Anzug. Erinnert euch mal, was Regisseur James Mangold vor einigen Jahren droppte. Wolverine wird niemals in einem Comicfilm sein akkurates Kostüm tragen. Take that! Aber nicht nur Wolverine hat einen neuen Look, auch Deadpools Kostüm hat jetzt einen anderen Schnitt und ein kräftigeres Rot. Die Time Variance Authority, also die TVA, die wir in Loki kennengelernt haben, soll hier ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Es wird also eine logische Erklärung geben, wie die X-Men nun in das MCU kommen. Am Ende des zweiten Teils konnten wir bereits sehen, wie unser Söldner mit der großen Klappe ein bisschen mit der Zeit herumgespielt hat. Und wir wissen, die TVA kann Nexus-Vorfälle einfach nicht ausstehen. Um etwas näher auf die Story einzugehen, sprechen wir mal über einen Comic, wovon ich echt nie gedacht habe, dass ich dazu mal ein Video mache. Deadpool killt das Marvel-Universum. Okay, der Comic hält, was er verspricht. In jedem Panel killt Deadpool einen bekannten Marvel-Superhelden. Für viele eingefleischte Comicleser, zu denen ich mich jetzt einfach auch mal zähle, ist dies der schlechteste Comic, der überhaupt existiert. Und ich sag euch eins, Menschen, die euch diesen Comic auf YouTube, TikTok oder Co. empfehlen, die haben diesen Band nie gelesen. Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass sie sich ein bisschen an diesem Comic orientieren werden und daraus vielleicht so eine Art Deadpool killt das Fox-Universe draus machen würden. Schließlich hat Wade Wilson in Deadpool 2 bereits damit begonnen, Charaktere wahllos zu töten. Und auf einem Setbild können wir das riesige 20th Century Fox Logo sehen, das vielen natürlich bekannt ist. Dies könnte symbolisch dafür stehen, dass Disney nun mit Fox abschließt und wir endlich die X-Men ins MCU bekommen. Ich meine, bereits in WandaVision hatten wir Evan Peters als Quicksilver, sowie Kamala Khan und Namor, die Marvels erste offizielle Mutanten sind. Was meine Theorie bestätigt ist, dass vor kurzem bestätigt worden ist, dass Jennifer Garner als Elektra zurückkehrt. Sie hatte damals in dem Daredevil-Film eine Rolle und bekam sogar ihren eigenen Solo-Film. Beide wurden von Fox produziert und von den Kritikern zerrissen. Ich stehe dazu, dass ich den Daredevil-Film liebe. Das hier habe ich gefunden. Ich habe nicht mit dir gesprochen, Siri. Moment, du kannst sprechen. Deadpool wird wahrscheinlich durch viele Universen reisen und dabei eventuell bekannte Settings besuchen. Seid also bereit für mögliche Ben Affleck-Daredevil-Auftritte, die schlechten Fan-4-Stick, die Original-Fantastic Four mit Chris Evans als Human Torch und vielleicht sogar Channing Tatum als Gambit. Er sollte vor vielen Jahren einen Solo-Film bekommen, der doch immer wieder verschoben worden ist, bis er schließlich gecancelt wurde. Und durch die Konkurrenz bei DC wissen wir, ohne jetzt viel zu spoilern, dass einige Konzepte, die es niemals auf die Leinwand geschafft haben, nun doch irgendwie Teil eines Cinematic Universes sind. Und beim Schnitt fällt mir natürlich noch auf, eine wichtige Meldung kam noch zwischendrin rein. Durch den aktuellen Writer Strike, wo jetzt auch die Schauspieler striken, sind gerade die Dreharbeiten zu Deadpool 3 gestoppt. Wann sie weitergehen, wissen wir nicht. Ich kann auf jeden Fall hoffen, Leute, bezahlt Menschen anständig die Arbeiten. Das muss jetzt nicht nur auf Schauspieler zutreffen, aber auf die Allgemeinheit. Das war's.
Das sind aufregende Zeiten für alle Deadpool-Fans und Marvel-Fans im Allgemeinen. Wir können gespannt sein, wie sich Deadpool 3 entwickeln wird und was uns erwartet. Wie denkt ihr darüber? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich weiß, es gibt jetzt schon einige Leaks mit nicht zuverlässiger Quelle, ganz viele Gerüchte, was es um diese Story geht. Ich bitte euch, diese Gerüchte einfach nicht zu verbreiten. Wenn es was gibt, was safe ist, dann teile ich dies auch gerne mit euch mit einer Spoilerwarnung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen rauf, abonniert, um nichts zu verpassen, aktiviert die Glocke und joint meinem Discord-Server. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch bald wieder begrüßen darf, hier bei Hero Discussion.